Leute, willkommen hier bei Marvin Macht's. Ich bin heute bei dem Tim. Hey. Tim, freut mich, dass du Zeit hast. Ja, na klar. Den Tim kennt ihr ja schon vom letzten Video, da haben wir meinen fetten Gaming-PC gebaut, der übrigens richtig gut läuft, also funktioniert bestens. Der ist sehr geil, ja. Ja, Tims Kanal natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wir schauen uns heute mal zwei Speaker an, denn ich bin bei Tim und du hast die seit einigen Wochen im Einsatz. Was haben wir denn hier für Speaker? Genau, wir haben auf der rechten, also von euch aus linken Seite, den Sonos Roam. Das ist der neue kleine Sonos-Lautsprecher, portabel halt einfach so mit Akku, im Gegensatz zu quasi den vorher anderen Speakern von Sonos. Und auf der linken Seite, auf eurer rechten Seite, ist der Sonos Move. Das ist quasi, der ist vorher rausgekommen, das ist im Prinzip sowas wie der große Bruder, ist auch portabel, hat auch einen fetten Akku drin, aber halt auch ein bisschen größere Lautsprecher. Und entsprechend nehmen die sich von der Akkulaufzeit nehmen sie sich nicht viel, aber der eine macht natürlich ein bisschen mehr Druck als der andere. Wir wollten in dem Video einfach mal schauen, Marvin wollte mal so erfahren, wie meine Erfahrungen damit sind. Genau, und wer sich am Ende was vielleicht kaufen sollte. Genau, dann kriegt ihr natürlich noch gleich einen Soundtest auf die Ohren, deswegen packt ihr schon mal gute Kopfhörer rein. Da werden wir gleich bei beiden Speakern einfach mal was anmachen. Ja, grundsätzlich, du hast es vorhin schon angesprochen, das Erste, was mir auffällt, ist der Größenvergleich oder der Größenunterschied, besser gesagt. Ja. Der ist halt wirklich dafür gemacht, mitgenommen zu werden, weil der hält magnetisch, ich kann ihn mitnehmen, der ist auch schön leicht. Das habe ich ja vorhin, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, geil, den kann man ja echt einfach in den Rucksack packen. So für einen Balkon, für einen Park. Ist wasserdicht, also man muss sich auch keine Gedanken machen, dass wenn die Wasserflasche im Rucksack ausläuft oder so, es da Komplikationen gibt oder so, oder wenn es regnet oder was weiß ich. Man kann den in der Dusche quasi hinstellen, ohne dass man Angst haben muss, dass das Ding absäuft. Du hast es ja gerade gesagt, der hält hier magnetisch auf seiner Ladestation. Die ist halt optional, also die ist nicht dabei. Beim Move ist diese Ladestation, die ja quasi, die man unten sieht, dieser Ring, da ist sie mit dabei, ist allerdings auch nicht magnetisch, sondern geht über so Pogo-Pins hinten. Den Roam kann man im Prinzip auch mit jeder Qi-Ladestation laden. Also wenn man eh schon eine zu Hause hat, um damit sein Handy aufzuladen oder so, dann kann man den da auch draufstellen. Oder beide Geräte laden auch per USB-C, Kabel natürlich auch im Lieferumfang enthalten. Und also beim Roam auf jeden Fall. Und leert auch damit absolut ausreichend aus, macht man kurz dran. Wenn man ein MacBook hat, hat man eh USB-C. Wenn man ein aktuelles Android-Phone hat, sowieso. Und kurz dran stecken und laden lassen. Ja. Genau, also von der Technik her habe ich es doch richtig verstanden. Beide Speaker haben sowohl Bluetooth als auch WLAN, oder? Also auch korrekt. Der kleine hier ist quasi hier mit WLAN verbunden. Genau, beide sind in dem Sonos-Netzwerk drin per WLAN oder lassen sich eben per Bluetooth bespielen. Das läuft auch extrem einfach, also wenn man den gerade mit AirPlay mit dem Handy verbunden hat, dann ist es sogar so, dass er, und man dann auf Bluetooth wechselt, dass er sogar automatisch sich wieder mit dem iPhone dann verbindet oder mit dem Handy. Bei dem Roam allerdings kann er sogar beides gleichzeitig. Das heißt, da kann man, wenn man per Bluetooth verbunden ist, das auch quasi andere Sonos-Lautsprecher dazu nehmen, sodass man den Bluetooth-Sound, den man auf dem iPhone jetzt quasi abspielt oder auf welchem Gerät auch immer, auch auf die anderen Speaker eben verteilen kann. Das ist bei dem Move nicht so. Der kann eben, da muss man umschalten zwischen WLAN und Bluetooth. Aber ja, habe ich bisher jetzt auch noch nicht so krass vermisst, ehrlich gesagt. Ja, jetzt haben wir schon einiges über die Speaker erfahren. Wollen wir jetzt mal einen ersten Soundcheck machen? Und genau, lass uns mal reinhören. Danach gucken wir mal, wer sich welchen Speaker vielleicht mal genauer anschauen sollte. Und dann gehen wir dann natürlich nochmal auf die Preise ein. Da gibt es natürlich auch ein paar Unterschiede. Wir starten einfach mal mit dem kleinen Sonos Roam. Ja, jetzt habt ihr einiges gehört. Wie ist denn eure Meinung? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich meine, es ist natürlich klar, dass der besser klingt und lauter geht und mehr Bass hat. Ja, ne? Also es ist ja quasi physikalisch gar nicht möglich, dass der kleinere besser klingt. Dafür hat der Move einfach den viel, viel größeren Klangkörper, auch größere Lautsprecher. Aber meines Erachtens reicht es halt. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt... Man muss sich halt überlegen, würde ich einen Sonos One mit rausnehmen so? Also...
ist es jetzt so, dass ich wirklich die gesamte Straße beschallen muss oder muss wirklich auch der gesamte Park hören, was ich mir jetzt gerade für Musik anhöre? Oder reicht es mir, wenn ich da einfach nur so eine kleine Box halt haben will, die auch portabel ist und irgendwie, weiß ich nicht, ein Drittel davon wiegt oder so? Deswegen, also können wir jetzt direkt mal sagen, wäre für mich beispielsweise der Roam absolut ausreichend. Ich habe den hier in der Wohnung verwendet, einfach als portablen Speaker. Ich kann den hier mit hinnehmen, wenn ich mal im Bad bin, in der Küche, hier mal da was mache. Und ich habe sogar eigentlich in den Räumen eh schon Sonos-Speaker. Genau, so. Ja. Das heißt, er ersetzt da so teils sogar ein bisschen die bereits vorhandenen, weil ich mit dem halt dann einfach hier hingehen kann, da hingehen kann. Wenn ich viel in der Wohnung hin und her laufe, ist es für mich einfach angenehmer. Also bei mir ist es auch so, ich habe Sonos Beam zu Hause, genau wie Tim hier im Wohnzimmer. Und damit beschalle ich halt tagsüber natürlich mein ganzes Wohnzimmer. Da brauche ich persönlich jetzt nicht noch den fetten Speaker, der natürlich auch sehr gut klingt, weil ich habe ja schon die Beam. Deswegen wäre für mich halt eigentlich der Roam Speaker am besten, weil den kann ich hinpacken, wo ich möchte. Ich kann ihn einfach mitnehmen, ins Bad stellen, dann gehe ich duschen, danach packe ich das Ding in die Küche, wenn ich mein Frühstück mache oder wie auch immer. Und ich brauche nicht immer am iPhone dann sagen, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, jetzt bin genau. ich da. Und ich habe einfach diesen einen Speaker, drück oben auf Pause, drück oben auf Play und er startet halt sofort was. Das ist schon ganz cool. So für Leute, die jetzt vielleicht noch gar keinen Sonos-Speaker haben, da ist natürlich der große vielleicht besser, die jetzt irgendwie das ganze Wohnzimmer beschallen wollen. Aber genau. Es ist halt kein Speaker, den man mal mit in den Park oder so nimmt. Also der nur, ist einfach zu schwer. Nur mit einem ordentlichen Rucksack oder so, dann kannst du den echt mitnehmen. Aber ansonsten ist der mit seinen 3 Kilo schon ordentlich. Ja. Wie du gesagt hast, ja, wenn man jetzt nicht schon irgendwie einen großen Sonos-Lautsprecher hat, eine Beam, dann macht der natürlich irgendwie Sinn. Dann stellt man sich den hin, hat den quasi so als Lautsprecher, den man eben durch die Wohnung tragen kann und hat dann wirklich auch einen, der wirklich gut ist. So. Also wenn man sagt, ich will jetzt nicht irgendwie für jeden Raum einen Sonos-Lautsprecher, sondern ich nehme mir den halt dahin mit, wo ich gerade bin oder lass ihn halt auch mal im Flur stehen oder so, weil der reicht aus, um dann trotzdem den Rest der Wohnung zu beschallen. Was aber wirklich cool ist, wenn man schon ein Sonos-System hat, bei dem Roam, bei dem kleineren, gibt es das sogenannte Sound-Swap-Feature. Das heißt, man hält die Play-Pause-Taste gedrückt, während man quasi beispielsweise jetzt vor der Beam ist und den hält den quasi da dran und dann macht der per irgendwie sehr hohem Schall, irgendwie Ultraschall, weiß ich nicht genau, kommuniziert er mit dem anderen Lautsprecher. Das heißt, da ist man auch gar nicht auf irgendwie WLAN oder irgendwie Empfang oder irgendwas angewiesen. Und dann quasi wechselt er mit dem Ton von dem Lautsprecher, der gerade spielt, auf den jeweils anderen. Also wenn ich was auf dem Roam habe und sage, so, jetzt bin ich fertig mit Hausarbeiten, so, jetzt will ich mich im Wohnzimmer hinsetzen und ordentlich Mucke hören. Richtig fett hören. Genau, oder den Podcast hier weiterhören. Dann geht man hin, hält das gedrückt und er wechselt automatisch auf die Beam beispielsweise. Ja. Das geht nur bei dem aktuell? Das geht aktuell, glaube ich, nur bei dem. Das habe ich bei dem anderen jetzt nicht ausprobiert, aber ich glaube, es ist ein neues Feature von dem Roam. Und andersrum eben auch, wenn du sagst, okay, habe jetzt hier Mucke oder einen Podcast gehört auf dem Sonos-Speaker, ich will den jetzt aber irgendwie woanders hin, habe jetzt keine Lust, das iPhone rauszukramen oder so, oder man benutzt halt die Sonos-App, um Sachen abzuspielen, was ja dann quasi nochmal, da muss man die App halt aufmachen, dann den auswählen und so weiter und eben nicht über AirPlay 2, was übrigens auch beide können, natürlich noch gesagt, kann man den auch einfach davor halten, wie gesagt, Play-Pause-Taste gedrückt halten und dann ist die Musik oder der Podcast sofort auf dem Sonos-Roam. Ja, du hast es ja gerade noch mal kurz angesprochen, also Thema Podcast, immer mehr Leute hören sich Podcasts an, gibt es ja auch bei Spotify und so weiter, da ist der Unterschied einfach natürlich nicht so groß, weil bei Podcast hört man halt eben eher so Stimmen und nicht fetten Bass, von daher reicht der Roam für Podcast mega aus. Total. Roam zum Beispiel ins Schlafzimmer reinstellen, genau. Ein bisschen, wer sich da ein bisschen berieseln lassen möchte oder irgendwie zum Einschlafen irgendwelche Soundeffekte anmachen möchte, da ist der Roam natürlich perfekt. Alternativ, so hatte ich das noch gedacht, als Radiowecker, man stellt sich den quasi einfach ins Schlafzimmer und kann dann halt über diese Weckfunktion von Sonos das Teil halt einfach sich wecken lassen. So. Und dann da für ein bisschen Webradio oder einen Podcast reicht das halt absolut aus, ein bisschen Musik am Morgen. Also für eine Wohnung finde ich den Roam tatsächlich perfekt. Generell auch, wenn man schon ein Setup hat an Sonos-Speakern. Wenn man jetzt ein Haus hat mit einem großen Garten oder so und vielleicht nur auf der Terrasse hören will, dann wäre der Roam wahrscheinlich auch noch absolut ausreichend. Wenn man dann eher so wirklich einen großen Garten hat und eine große Terrasse und auch keine Nachbarn, die sich daran stören, dann ist der Move wahrscheinlich schon einfach die beste Wahl. Und wenn man, wie du es gesagt hast, kein etabliertes Sonos-Setup hat,
sondern eben einen coolen Speaker haben will, den man durch die Wohnung tragen kann, den man mal rausnehmen kann, dann ist der Roam da vielleicht nicht ganz so gut geeignet wie der Move. Cooles Feature vom Move ist halt auch, dass man den Akku tauschen kann. Da weiß ich, glaube ich, beim Roam gar nicht, ob das so geht, aber beim Move geht es auf jeden Fall. Das war auch eines der Features, die sie quasi angepriesen haben. Das heißt, man kann mit dem Teil auch über Jahre noch Spaß haben, ohne dass man dann Angst haben muss, ja gut, der lädt ja ständig auf und entlädt sich ständig. Was tut das dem Akku an? Und dann kann man den einfach nach ein paar Jahren einfach irgendwann mal tauschen lassen, wenn einem die Akkukapazität eben nicht mehr das erreicht, was man eben haben möchte. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte. Also ich stelle mir so ein bisschen vor, beim Move, der ist so ein bisschen... Ist schon so ein bisschen so ein Nischenprodukt, weil ich glaube einfach, da gibt es nicht so viele Leute, für die das jetzt der perfekte Speaker ist. Also wo ich mir das auch noch gut vorstellen kann für Leute, die irgendwie nur ein kleines Apartment haben, vielleicht so ein Zimmer-Apartment, dann hast du halt den Speaker, der beschallt den ganzen Raum und du hast im Idealfall noch einen Balkon, weil dann kannst du das Ding mitnehmen, auf den Balkon stellen oder ins Badezimmer stellen. Aber ich glaube, bei den meisten ist es wirklich so, die haben schon einen fetten Speaker und wollen nur was Kleines zum Mitnehmen. Ja, ja. Da ist der Roam natürlich deutlich geiler. Wir können ja nochmal über die Preise sprechen. Wir haben hier gerade Idealo bzw. Geizhals auf, damit wir euch die tagesaktuellen Preise jetzt mal nennen können. Ne? Also den Roam gibt es so für 175 Euro. Der ist ja auch gerade erst auf den Markt gekommen. Das heißt, preislich hat sich bei dem noch nicht viel getan. Genau. Ja, jetzt steht der Sommer vor der Tür. Das heißt, da wird wahrscheinlich preislich auch nicht viel gehen. Ich denke, eher zum Winter hin wird der natürlich günstiger werden. Vielleicht, ja. Aber Sonos ist generell ziemlich preisstabil, von daher macht man da nicht viel falsch. Also selbst wenn man das Ding jetzt kauft für den Preis, dann kann man es immer noch in 2 Jahren gut verkaufen. Das kommt bei Sonos eh noch dazu. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Sonos-Vorteil. Die sind halt sehr echt preisstabil. Es gibt beide Speaker auch in beiden Farben, ne? Weiß und Schwarz. Genau, wir haben hier den Sonos Roam in Weiß, beziehungsweise so ein Grau. Und der Move eben in Schwarz und es geht aber auch jeweils andersrum. Also es gibt den Move auch in Weiß und den Roam eben auch in Schwarz. Genau, also der aktuell 175, wenn man ihn jetzt aus Deutschland kauft und der große kostet? 370, also es sind nochmal 200 Euro mehr für eben mehr Power, mehr Leistung. Aber wenn man sich halt überlegt, man spart sich im Prinzip dann nochmal ein Sonos One oder eine Beam nicht wirklich, weil das ist halt schon eher so Soundbar, ne? Das kann man ja nicht einfach... Genau, man kann den jetzt nicht an den Fernseher anschließen. Das nicht muss man so einfach, sagen. Genau. Das, außer man hat ein Apple TV und über AirPlay 2 und so, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so super geil, weil man eben dann wirklich auch nur Sound auf so einer Ecke hat. Deswegen ist es keine richtige Konkurrenz zu einer Beam, aber eben zu einem One, zu mehreren Ones, zu IKEA Symphonisk Speakern oder so. Ich habe die Speaker jetzt auch gerade heute zum ersten Mal beide gehört und ich muss sagen, also mein Fazit wäre so ein bisschen... Ich finde den schon ziemlich geil, den Roam. Das wäre, glaube ich, für mich einfach der perfekte Speaker. Ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, es gibt ja auch Bluetooth-Speaker von JBL und anderen Firmen für 50 Euro, für 100 Euro, also günstiger als der Roam. Ja. Aber ich muss auch sagen, da ich ja schon im Sonos-System drin bin, durch meine Beam zu Hause, ich habe auch noch in der Küche einen Sonos One stehen zum Beispiel, ist es natürlich perfekt. Der steht da, der ist quasi den ganzen Tag betriebsbereit. Genau. Und bei einem, ich sag mal, normalen Bluetooth-Speaker ist immer das Nervige, man nimmt den irgendwie... Ich nehme aus dem Schrank, muss ich einen Knopf gedrückt halten, dann müssen die sich connecten. Gut, das passiert automatisch, aber es ist immer so ein bisschen mit Arbeit verbunden. Und hier ist es halt immer an eigentlich, ne? Immer connected. Ist natürlich auch der Nachteil irgendwie, weil er dadurch auch immer den Akku verliert. So, wenn man ihn jetzt nicht dauerhaft auf dieser Qi-Base halt hat oder generell auf eine Qi-Ladestation stellt. Was aber wirklich ein großer Vorteil auch für mich ist, klar, der kostet mehr als so ein normaler Bluetooth-Speaker. Aber man kann ihn halt zum Beispiel auch mit der Beam verbinden. Das heißt, ich kann dann, wenn ich irgendwie Fernsehen gucke oder und unser Fernseher ist halt direkt neben dem Balkon, ja, dann gut, dann mache ich mir das eben den Sound auch auf dem Roam an und kann mich halt irgendwie auf dem Balkon auch setzen, das schöne Wetter genießen und so ein bisschen höre einfach nur das Fernsehprogramm. Das hat eben auch die Möglichkeiten, die man mit einem normalen Bluetooth-Speaker eben so nicht hat. Man zahlt halt schon so ein bisschen fürs System, für die Einfachheit, aber mir wäre es auf jeden Fall wert. Ich habe ja auch meinen Bluetooth-Speaker, der quasi genauso groß war, der Yui Boom 4, glaube ich, habe ich dafür auch verkauft, weil ich habe mir gedacht, ja gut, ich habe jetzt den zum Testen bekommen, werde den auch wieder zurückschicken müssen, aber werde mir den danach auf jeden Fall kaufen, weil das für mich einfach
perfekt ist. So, ich höre so gerne Podcasts und trage das Ding dann durch die Wohnung. Das ist auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr große Erleichterung gewesen. Damit gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte noch kurz anmerken, der Sonos Roam wiegt nur 430 Gramm. Der Move 3 Kilogramm ist fast das Zehnfache. Das ist schon heftig. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Entsprechend im Rucksack natürlich auch. Muss man sich überlegen, ob man quasi 3 Wasserflaschen als Bluetooth-Speaker mitnimmt oder eben nur eine 0,5er. Ja, und für den Park reicht er ja eben auch. Das ist halt das Gute. Ne? Absolut. Also nehmt bitte eher den Roam in den Park als den Move. alle anderen Leute danken es euch, wenn ihr da nicht irgendwie versucht, den halben Park zu beschallen. Beide lassen sich übrigens auch als Stereo-Pair nutzen. Also wenn ihr 2 habt, könnt ihr die halt auch, also 2 Roams oder 2 Moves könnt ihr die auch hinstellen und dadurch ein Stereo-Paar eben verbinden. Ja, muss man wissen, ob man das machen will. Ist bei dem Roam vielleicht jetzt nur gut zu wissen, wenn man, keine Ahnung, zufällig wirklich 2 hat und die dann sich hinstellt und da so ein bisschen Musik von macht. Aber so als Stereoanlage würde ich dann doch nicht unbedingt für den Preis zugreifen. Da würde ich mir dann doch eher eine Beam holen, die ja, wenn man quasi 2 kauft, schon eher in die Richtung geht, ja. Genau, also es sind 2 Bluetooth-Lautsprecher für 2 ganz verschiedene Zielgruppen, kann man sagen. Auch nochmal preislich gesehen deutlich unterschiedlich. Wir sind beide große Fans von dem kleinen Roam, der neu rausgekommen ist. Und ich glaube, ich werde mir den vielleicht auch mal jetzt, wo das Wetter wieder gut wird, auch mal zulegen. Weil es ist schon für den Balkon vor allen Dingen, es ist einfach geil. Ja. Es ist einfach geil. Und gerade mit der Wireless-Ladefunktion macht es natürlich Spaß, den einfach draufzustellen. Genau. Hält magnetisch. Und muss man sich natürlich extra kaufen. Gibt es auch ein Bundle bei Sonos. Ich glaube, es kostet nicht so viel mehr. Die müsste so im Dreh von so 40, 50 Euro sein, die Ladestation. Muss man sich überlegen, ob einem das wert ist, dass sie quasi per Magnet da so drauf ploppt. Mhm. Oder man steckt halt das Kabel rein. Man steckt das Kabel rein. Es ist ein Winkel USB-C-Kabel dabei, dass das auch nach unten abgeführt wird, dass das auch nicht irgendwie blöder aussieht, wenn das Kabel nach hinten raussteckt oder dass man das näher an eine Wand auch bringen kann. Oder man hat eh schon ein Qi-Ladepad für einen Zehner bei, keine Ahnung, AliExpress gekauft oder so oder irgendwo. Oder lädt er mit eh sein Handy und dann kann man das Ding darüber auch aufladen. Mir war es, also ich habe es tatsächlich nie so wirklich gebraucht. Mir hat es ausgereicht, das Ding per USB-C zu laden, weil wenn ich ihn halt komplett ausmache, verbraucht er auch kaum Akku. Ist super schnell wieder an, verbindet sich sofort mit dem WLAN, ist sofort einsatzbereit. Entsprechend war für mich USB-C-Laden absolut ausreichend. Ja. Ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn ihr noch Fragen zu den Sonos-Speakern habt, speziell zu diesen beiden, schreibt sie gerne in die Kommentare. Tim und ich schauen da immer mal rein, sodass wir die dann auch hoffentlich für euch beantworten können. Ja, Tim, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Oder, ich habe nur noch zu ergänzen, wenn ihr mehr über Technik hören wollt, dann hört gerne bei mir im Podcast rein, dem Techpool-Podcast. Genau, bei Spotify, allem. Podcast, Apple dieser Podcast. For your ears only oder so, weiß ich nicht mehr, Audible, Google Podcast, Overcast. YouTube auch seit neuestem. YouTube, als Video. Ja. Haben wir auch als immer mal wieder so Segmente quasi, die wir da hochladen. Nicht den gesamten Podcast, damit man nicht 1,5 Stunden Videos schauen muss, sondern eben nur unsere Themenbereiche. Die laden wir mal einzeln hoch. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da kommen auch Unboxing-Videos oder wir machen Videos über, beispielsweise jetzt steht ja die WWDC an, zu dem Moment, wo wir es hier aufnehmen. Und da dann quasi unsere Erwartungen an beispielsweise die WWDC wird dann auch hochgeladen oder ja, wie gesagt, Unboxings. Da gibt es auch ein Unboxing von dem Sonos Move auf dem Kanal, ersten Eindruck und von vielen anderen Technik-Sachen. Genau, schaut da gerne mal rein, Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ja, wir sind jetzt raus, schmeißen vielleicht gleich mal den Grill an und gönnen uns dann vielleicht den Roam oder den Move. Ja. Machen wir uns ein bisschen. Wir müssen jetzt aber leider erstmal beide zurückschicken zu Sonos, die waren nur leihweise hier. Aber leider ja. Einen werden wir uns wahrscheinlich holen. Ja, mit Sicherheit. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Tschaußen.